Und zwar habe ich hier Pizza am Start. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ganz geil werden. Ich habe folgenden Move gemacht, okay? Ich war beim Türken meines Vertrauens und habe mir Kebabfleisch geholt. Wenn ich auch überlegt hätte, mir das selber zu machen, aber Kebabfleisch selber machen mit so einem eigenen Spieß und so, Digga, viel zu viel Aufwand, hat gar keiner Bock drauf. Deshalb habe ich mir gedacht, Leute, ich fahre einfach zum Türken meines Vertrauens und frage ihn, ob ich Kebab ihm kaufen kann, also einfach nur Fleisch. Digga, einfach für so eine kleine Box, ich zeige euch die gleich, 6,40 Euro bezahlt, also Preis krass. Aber ich werde jetzt auch mal gucken. Digga, wirklich Leute, für das Ding habe ich 6,40 Euro bezahlt, das ist absoluter Wucher. Was mich in erster Linie interessiert ist, wie viel Gramm Fleisch habe ich bekommen für 6,40 Euro. Ich habe natürlich auch die modernste Waage am Start, die ihr je gesehen habt. Perfekt. So, was denkt ihr? Was denkt ihr, wie viel Gramm das sind? Ich sagen wir 300? Huch, 300 Gramm, genau 300 Gramm. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, moin, das war's komplett. Ganzes Fleisch liegt am Boden, man kennt ihn. So, dafür nutze ich jetzt einfach die Heißluftfritteuse meines Vertrauens. Ich hoffe, das wird geil. Ich mache da jetzt, oder ich versuche jetzt einfach so eine Teigtasche zu machen. So eine klassische Döner-Teigtasche. Ich mache auch gerne immer, wenn ich Brot in den Ofen reingebe, nur kurz Wasser darüber, dass das richtig weich wird. Hilft meiner Meinung nach immer sehr nice. So, perfekt. Das kommt kurz in den Ofen. Dann Salat vorbereiten. Was ich auch feiere bei Döner ist Schafskäse. Deshalb habe ich mir hier ein Feta organisiert. Dann, das wird jetzt ein bisschen schwierig werden. Aber ich mache hier einfach Freestyle eine eigene Dönersoße. So, Salat ist auf jeden Fall gewaschen. Ich versuche möglichst viel Flüssigkeit rauszubekommen. Will ja dann keinen feuchten Döner haben. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier einfach so ein, wie heißt das bei euch, Speisequark, glaube ich, genommen. Ich mache einfach auf Freestyle einen Schuss Milch rein. Dann wird das auch flüssiger. Wir machen frischen Knoblauch rein und Pulver. Rein da, Bruder. Gönnung. Ich mache noch ein bisschen Mayo rein. Why not? Kommt safe immer gut. Fett ist wichtig. Ich mache auch ein bisschen schwarzen Pfeffer rein. Safe auch nice. Salt. Paprika edelsüß. Ein bisschen Chili Powder für den Kick. Ein Schuss Tabasco. Rein in die Olga, sehe ich auch so, Leute. Petersilie geschnitten. Rein da. Ein Schuss Zitronensäure. Kommt auch immer gut. Leute, ich sag's euch, das wird ein 1 plus mit Sternchen. So, wir testen. Digga, 1 plus mit Sternchen, wirklich geil. Zwiebel schneiden und so. Huch. Ah! Ah! Es brennt in den Augen. Ist das nicht gut geworden? Es wird halt Mini-Döner, okay? Wir machen Mini-Döner. Erst Soße an die Wand, okay? Oh. Aber mäßig, Leute, wirklich, guckt euch das an. So, ich verteile das auch immer geil. Digga, das Fleisch sieht so gut aus. Ich glaube, das passt von der Menge. Dann Salat rein, perfekt. Dann Schafskäse, gut verteilen, dass in jedem Bissen was Nices dabei ist. Guckt euch das Ding jetzt schon mal an, Leute, seht ihr das? Perfekt, und nochmal Soße drauf. Oh, Digga, das ist ein 1 plus mit Sternchen. Nochmal oben drauf, Zwiebel ordentlich. Was sagt ihr? 1 plus mit Sternchen, oder? Ich habe da gerade so Bock drauf, da jetzt reinzubeißen, Leute. Guten Appetit, ich versuch's. Mhm. Geil. Hammermäßig. Einfach frisch, lecker frischer Salat, lecker Zwiebel, Soße wirklich nice geworden und Fleisch ist halt einfach vom Türken immer geil. Mhm. Wie findet ihr den Döner? Eins in den Chat, wenn er richtig geil geworden ist, zwei in den Chat, wenn ihr denkt, geht, Benni, lieferst du auch. Ja, ich habe ja hier meinen Pizzaofen stehen. Und meine Freunde verarschen mich eben und sagen so, wenn es nicht mehr läuft mit YouTube und Twitch, soll ich einfach ein Restaurant aufmachen und Pizza verkaufen. Trick 17, Leute, 10 Sekunden in die Mikrowelle. Meine Hand verbrennt. Und ich muss sagen, ich schwöre auf alles, Leute.
Die Soße schmeckt fast genauso wie beim Türken. Ihr seht, Soße ist drinnen. Dann, ich verteile direkt mal ein paar Zwiebeln. Bruder. Wenn ihr gedacht habt, also wirklich, nur Döner kennen. Guckt euch das Ding an. Salat, oder? Why not? Ich denke, das Ding wird ein 1 plus mit Sternchen. Das wird dieser andere Kebab. Schafskäse. Bam. Und nochmal Soße. Bitte crash nicht, Bruder. Die könnte vielleicht eine Spur flüssiger sein. Oh no. 3 Sekunden Regel, Leute. Salat kommt natürlich vom Boden wieder auf den Döner drauf. Oh. Memo, guck mal. Ui, Marshallah. Also wirklich. Guckt euch das Ding an. Seht ihr das? Geil. Wirklich, Leute, wenn ihr noch nie Schafskäse gegessen habt, bestelle ich mal einen Döner mit Schafskäse. Okay, mit extra viel Fleisch. Oh Mann. Kebabfleisch ist so gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das öfter machen werde. Chat, wenn ich könnte, würde ich euch auch einen Döner machen. Vielleicht irgendwann kommt der Moment, da mache ich dann auch mal Dönerbude auf. Oder Döner-Pizzabude, ein klassisches türkisches Restaurant halt. Da könnt ihr alle vorbeikommen und dann mache ich euch alle einen Döner oder eine Pizza. Bennys Dönerbude. Bennys Dönerpalast. Gut, aber Fleisch ist noch ein bisschen was da. Nicht mehr so viel, aber ein bisschen was. Und ich möchte nicht wissen, wie viele gerade zugucken und sich echt denken, Digga, ich will jetzt einen Döner haben. Und ich will nicht wissen, wie viele extra jetzt dann später noch zum Dönermann gehen und sich einen Döner holen. Ich könnte auch noch einen ultrascharfen Döner machen. Aber ich glaube, das reicht. 2 so Mini-Döner. Ich bin voll. So, leider der letzte Bissen vom Döner, Leute. Rein da. Von 1 bis 10, wie gut war er? Ich würde ihm ehrliche, klingt vielleicht jetzt gar nicht so strong, aber ich würde ihm ehrliche 6,9 geben. Brot könnte besser sein. Brot macht halt einfach viel aus. Vielleicht ein bisschen mehr Schärfe. Aber 6,9, Leute, ich bin da ehrlich, ehrliches Feedback. Klar, ich bin kein Dönermann. Ich mache nicht jeden Tag Döner. Aber self-made zu Hause auf die Schnelle, 6,9, was willst du mehr? Geil.